Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stoneheart. Und es geht auch gleich wieder voll in die Action hier. Der Kollege hier, tut mir leid. Keine Erholung hier bei mir. Du gehst da bitte helfen. Statt Alarmmodus, dass die anderen auch so ein bisschen mithelfen. Der Hard-Modus ist wirklich hart. Das kann man mal sagen, ey. Sehr attraktive Nummer hier. So. Ja, kommst du? Wo ist er denn? Da hinten kommt er angewartet. Ganz gemächlich oder was hier? Wir machen das Goblin-Dorf da hinten jetzt auch platt. Das ist mir jetzt egal. Ein bewaffneter Goblin, den da, okay. Ja, die sind beide bewaffnet. Oh Mann, ey, ich glaube, wir sind schon wieder tot in der Folge. Ja, wissen wir. Kommt hier rüber, los. Ja, wieder einer tot. Was läufst du da hinten rum noch? Haare ausreifen. Reißen, nicht reifen. Hui. Das Spiel macht mich fertig. Bringt er gerade unseren nächsten Ritter rum hier. Wir hätten von Anfang an wesentlich schneller auf die Verteidigung gehen sollen. Ich sag's euch. Jetzt haben wir nicht einen Fußsoldaten mehr. Jetzt wird unser Farmer hier auch noch sterben. Können wir ein neues Spiel anfangen oder was? Das ist, weil wir einmal nicht aufgepasst haben in der vorletzten Folge. Da kommt so ein Schmarrn bei rum. Uiuiuiuiuiui. Jetzt kann man noch nicht mal das eine Schwert da oben nachher holen, weil uns dann gleich diese zwei Goblins da wieder angreifen. Na komm, wir versuchen es. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Kräuterarzt haben wir keinen mehr. Uiuiuiuiui. Aber wir kriegen ja auf jeden Fall einen neuen Hardling mit dem nächsten Tagesupdate. Wo läufst du jetzt hin? Was machst du? Was du machst, Mann. Dann kommst du als grad hier rüber. Genau hierher kommst du.
Bis da oben jetzt keinen Stress anfangen, das schwöre ich dir. Zwei Hardlinge haben wir noch. Nahrung haben wir noch genug für die nächsten Tage. Du bist mal kurz unser Schreiner. Na? Du da? Du bist jetzt gleich mal kurz unser Schreiner. Was ist da noch in der Warteschlange? Das ist jetzt eigentlich auch alles egal. Zeig her. Alles weg. Alles wegmachen. Du wirst uns jetzt erstmal ein Schwert bauen. Brauchen wir für ein Schwert noch? Dann baue hier ein paar Stühle. Vielleicht reicht das ja schon. Wo rennst du denn jetzt wieder hin, Mann? Also Schreiner sein bringt uns auch nichts. Dann bleibst du eben hier ein ganz normaler Fußsoldat. Statt da Modus auch wegmachen. Ja, du kannst du aufhören damit? Kommst du wieder hierher? So, da wirst du verteidigen ab sofort. Hallo. Wieso machst du nicht das, was ich von dir erwarte? Na, wir spulen mal einfach jetzt vor. Geht ja nicht anders. Bringt euch ja nichts, wenn ihr mir jetzt hier noch 10 Minuten zuguckt, wie ich warte, dass ein neuer Hardling kommt. Wenn wir heute mal ein bisschen länger spielen, werden 2-Tages-Updates abwarten. Na, mit einem Goblin bist du fertig, das weiß ich. Ich weiß ja nicht, was du davor hast da hinten, aber ihr bleibt beide schön brav hier. Ganz einfache Nummer. Wo willst du hin, Mann? Der läuft direkt ins Goblindorf, der blöde Sack. Der hat keine Energie mehr, wird aber voll hinlaufen und Theater machen. Das ist doch voll buggy. Das ist doch alles ein bisschen buggy hier. Er will sich nur den Anzug holen. Bleibst hier, gefälligst hier. Da geblieben. Da geblieben. Da bleibt es denn jetzt. So, jetzt gucken wir hier mal rüber. Akzeptieren wir natürlich. Zeig her. Körper, Geist. Du bist dann erstmal Schreinern, bis du tot umfällst. Nee, erstmal bist du Holzfällen. Mal gucken, ob wir den Bau hier
einen Anschlag haben? Nee. Gut, dann gehst du erstmal Bäume fällen. Warten wir noch ein zweites Tagesupdate heute ab. Ja, mach das. Komm. Wehe, du schaffst das nicht. Weil die haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen. So, du machst ganz gemütlich das Feuer kaputt. Das ist auch nicht verkehrt. Da nochmal die Kurve kriegen. Entschuldigt die kleine Unterbrechung, mir ist gerade Fraps mal wieder abgestürzt. So, du Holz. Wo bringst du das jetzt hin? Nee. Meister. Machen wir ganz anders. Da komm her. So, dann baust du hier erstmal ganz viel Quatsch. Da. Hauptsache du steigst erstmal ein Level auf. Was brauchen wir hierfür? Level. Schreiner Level 1. Okay, dann. Baust du jetzt erstmal deine Liste hier ab. Komm her. Auch noch Blödsinn dabei hier. Kann man eigentlich sehen, bei dem wann die den nächsten Level aufsteigen. Hier gucken. Erfahrung. Ich denke mal, dass Erfahrung das wohl sein wird. Er hat sich das Schild geschnappt. Okay, dann brauchen wir gar nicht so viele Sachen bauen, wie wir da in der Warteschleife haben. Dann muss ich halt nur ein bisschen Holz besorgen. Was da eigentlich hier oben noch passieren sollte. Aber jetzt schleppt er erstmal Essen durch die Gegend. Gehst du jetzt Holz holen? Was machst du da jetzt? Jetzt trägt er Blumen durch die Gegend. Wie wär's mit Holz holen? Der macht mich fertig, der Bengel, ey. Uiuiui. Erstmal pennen eine Runde. Was holst du da jetzt schon wieder? Ja, jetzt sortiert er erstmal Sachen. Ey, ich glaube das doch alles nicht. Sonst noch was? Wie wär's mit Holz holen? Keine Lust. Dann machen wir dich zum Arbeiter, ganz einfach. Kannst danach nochmal wieder Schreiner werden. Da. Bitteschön. Da. Gehst dahin erstmal Holz machen, ne? Kollege Schweißfuß. Und kannst hier gerade mal so eine ganze Ecke hier wegmachen. Ja, damit dir nicht langweilig wird, ne? Kommt gleich noch ein zweiter Arbeiter, der wird dich noch ein bisschen unterstützen.
hier irgendwie noch diese Holzstapel? Oder irre ich da, dass ich sowas noch hatte? Nochmal im Lager gucken hier. Stadtlager. Nee, habe ich nicht mehr. Ja, er läuft ja weiter und holt ja jetzt schön brav das Holz. Ja, wo rennst du jetzt hin? Ist da wieder Hunger oder so? Überall Grabsteine. Jetzt legen sie sich alle hin. Das ist gut, dann sollte sich bei dir das mit dem Leben auch mal ein bisschen schnell regenerieren. So, jetzt kriegen wir gleich das nächste Tagesupdate. Dann hoffentlich funktioniert das jetzt endlich mal alles hier. Unsere Fußsoldaten sind auch ausgeruht. Dann lassen wir die erstmal Holz sammeln und dann machen wir einen von denen zum Schreiner und den anderen machen wir zum Krieger, zum Fußsoldaten. Und den fünften, der da kommt, wenn wir das noch miterleben, den machen wir dann zum Kräuterdoktor. Akzeptieren natürlich. Zeig mal her. Was kannst du? Wer bist du? Was kannst du? Verstand hast du. Okay. Dann machst du mal... Bergbaublick hat er. Du wirst... ein Schreiner werden. Bitte schön. So. Dann soll der jetzt schreinern, bis er tot umfällt. Zeig mal hier. Okay, alles klar. Rest sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wie immer von mir ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.